sie? Mary Ann. Mary Ann. Ja. Ein sehr berühmter Name auch. Ist das so? Und irgendwie habe ich da so eine Assoziation. Mary Ann. Naja, egal. Aber was egal. Also, was ich sagen wollte, wir machen jetzt beide ein Speed-Date. Okay. Hier. Okay. Mit diesem Wecker und mit Hilfe dieser Karten, unter denen sich Fragen verbergen, die ich dir zu stellen habe. Ich weiß selber gar nicht so die Reihenfolge der Fragen und so. Ich kann es auch noch mal vor deinen Augen mischen. Also wir machen es halt spannend. Okay. Und wir wollen natürlich so ein bisschen was von dir erfahren. Über dich. Na dann, los geht's. Guck mal, wie toll ich das mische. Man Super. Sieht, dass ich das ständig Fast mache. Fast so gut, wie ich das mache. Ja, so. Sind jetzt gar nicht gemischt, wie bei den Zauberern. Die mischen auch nicht richtig. Ja. So. Und ich mache jetzt hier 3 Minuten, stelle ich jetzt hier ein, den Wecker. Und dann frage ich dich noch viel, viel intimere Sachen. Oh Gott. Pass auf, jetzt geht's los. Ich bin ganz gespannt. Jetzt kommt die erste. Hast du dir schon mal was geliehen und nicht zurückgegeben? Ja, bestimmt. Ja, siehst du? Bestimmt. Das habe ich mir nämlich mit gedacht. Mit Sicherheit so habe ich das schon sie. Gemacht. Ja, aber was weißt du natürlich nicht, du verweigerst natürlich die Aussage. Nee, ich habe mal mit einem Buch geliehen, habe ich nicht zurückgegeben. Aber die Freundin, von der ich es mir geliehen hatte, hatte auch ein Buch von mir, habe ich auch nie wieder gesehen. Ach, also klar. Ist nur fair. Alles klar, jetzt hat er sozusagen quitt. Nee, ja. Dann ist es auch okay, finde ich. Ja, ja, ich finde auch. Einfach nur das Gleiche nochmal zurückzahlen. Genau. Die gleiche Art. Die gleiche hinterhältige Art. Nein, Quatsch. Also ich finde, so ein Buch, das ist ja dann halt auch... Das ist jetzt auch kein Drama. Nein, aber es ist ja was Tolles. Ich meine, das ist eine tolle Sache. Ja, stimmt. Besser als irgendein Gegenstand, mit dem man jetzt anfangen kann. Nee, das ist blöd. So, du hast ja also Bildung geklaut, sozusagen. Mit welchem Promi würdest du gerne feiern gehen? Mit welchem? Und wenn ich sage feiern, dann meine ich auch feiern. So richtig? Ja, nur feiern. Auf die Kacke hauen? Ja. Okay, ich glaube, ich würde gerne mit dem Sänger von den Kooks feiern gehen, weil wenn man trinkt und Spaß hat, kann man ihm seine Haare so durchwuscheln, weil die super lockig sind. Das ist bestimmt ein Heidenspaß mit dem. Ach so, das kann der man ist auch so ein bisschen schüchtern. Ich glaube, wenn man da ein bisschen länger mit dem unterwegs ist, kommt er vielleicht auch mal aus sich raus. Ne? Ist ja ein hübscher Kerl. Ja, vielleicht kommt er total aus sich raus, aber wenn du in die Haare gehst, dann sagt er, nein, Finger weg. Na, das ist, wenn man solche Haare hat. Also, da ist dann ein Tabu. Nee, das muss sein. Das ist, kannst du mir nicht anders vorstellen. Hätte ich so Haare, dürften alle anfassen. Ja, aber du hast ja diese Haare nicht. Nee, die habe ich Insofern ja nicht. Insofern dürfen jetzt nicht alle anfassen. Also nicht, dass ihr denkt. Also. Oh, jetzt wird es ja schwierig und spannend. Also, nee, schwierig nicht. Okay. Ein Kopfkissen oder mehr? Mehr. Mehr Kopfkissen. Okay. Mindestens 3. Mindestens. Wenn ich in einem Hotel bin, ich bestelle immer nach. Im Hotel brauche ich manchmal eins so, dass ich mir so zwischen die Beine klemme. Einfach nur so. Nicht, das habe ich nicht. Einfach nur so, weil es so gemütlich ist, irgendwas dazwischen. Wenn ich nämlich aber immer die Decke, ja. Nehme die als Kissen, macht da so richtig Prinzessin auf der Erbse. Ja, ja. Also, aber das macht man meistens nur in Hotels. Ja, irgendwie. Das stimmt. Da, zu Hause hat man keinen, da macht man es nicht. So, Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Komisch. Das überrascht mich irgendwie nicht. Wie kommt das? So. Räubertochter oder Prinzessin? Räubertochter. Und ich dachte, aber in jeder Räubertochter steckt auch irgendwie eine kleine Prinzessin. Das stimmt. So, Fleisch oder Gemüse? Oh, Fleisch, Steak ist schon geil. Richtig, sehr gut. Warum nicht? Grüße an alle Veganer. Ja, was wollen wir machen? Das ist halt, es gibt halt solche und solche. Und wir müssen halt damit leben. Ja, das ist auch völlig okay. Ja, und ich bin auch ein solcher übrigens. So, hast du einen Spitznamen? Nein, nein. Doch, hab ich. Ich bin mit meinen Freundinnen und einem Freund, da werde ich Rainbow genannt, weil ich früher ganz viele bunte Haare hatte. Das würde aber auch schön passen. Ja. Das ist positiv und hört sich auch schön an. Genau. Und passt. Ich finde es auch. Du bist cool am Rainbow. Mhm. Du hast ja auch, du wechselst ja auch die Haarfarbe. Ja, ständig. Ich habe schon mal ein Foto gesehen, da hast du rotes Haar. Mhm. Aber die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind rum. Ja, aber schwarz kannst du auch sehr gut tragen. Oh, nee, das ist ja nicht. Das ist ja. Es ist blau und schwarz. Das ist blau-schwarz. Toll. So, ich kann jetzt leider keine Frage mehr stellen. Das ist sehr schade. Ja, weil die Zeit schon wieder rum ist. Ich hätte gerne noch länger hier gesessen, war sehr schön. Ja, aber du kannst gerne noch ein bisschen erzählen, wie es war jetzt gerade da drin. Ja, für dich. Ja, war gut. Ja. War interessant. Mhm. Ich war super aufgeregt. Ja. Ich musste vorher, glaube ich, alle 3 Minuten auf Toilette ungefähr. Gut, aber nicht währenddessen. Nee, aber fast. Also, besser man geht vorher. Ja, genau. Okay, und was könntest du mir jetzt mal so antrennen? Einfach nur so jetzt kurz. Eben mal so schnell, kurz. So ein bisschen ansingen, meine Güte. Ich weiß nicht, Price Tag habe ich eben da drin schon mal gemacht. Soll ich das nochmal machen? Ja, okay. Ich würde mich freuen. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the say comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time.